Ja. Aber besonders ist natürlich unser Minister Reithofer, der zweite Attacker, weil Sie sich ein ganz lebendiges Beispiel dafür sehen, dass es richtig ist, gerade jetzt in technologische Innovation zu investieren und dass es auch notwendig ist, dass die Staaten dafür Voraussetzungen schaffen und auch, wo nötig, Fördermittel investieren. Ja, mit diesen Worten sonst wird er geladen. Und der Ladevorgang dauert übrigens nur 2,5 Stunden. Einmal aufmachen. Richtig rein? Und Fenster. Herr Botschafter, die brauchen wir auch noch. Johannes und Herr Mann, ja, braucht 200 Schuld. Ich hab 30. Okay, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, vielen Dank. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, das ein oder andere Foto zu machen. Ich bin gerne ein häufiges Wir arbeiten auch daran, dass wir diese Netzregelung entwickeln, sodass man dann eigentlich effektiver Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind einspeisen kann. Das ist auch ein wichtiger Teil, ist dieses Netzmanagement, diese Stromnetze der Zukunft. Wir müssen irgendwo anfangen. Zuerst müssen wir die Elektroautos haben. Und natürlich, es wird eine Technologieentwicklung da geben. Also Sky is the limit, würde ich sagen.